Hallo und herzlich willkommen zu Part 4 von Slime Rancher Gameplay. Und was ist hier los? Wo bin ich? Was ist passiert? Was? Warum Tag 5? Erklärung, irgendetwas. Erklärung ist so, dass mein... Aua. Dass mein Aufnahmeprogramm sich dachte, meine Videos kaputt zu machen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und zwar das eine. Beim zweiten... ging es genauso, wo ich, also, ich habe Tag 4 aufgenommen, Aufnahme kaputt gegangen. Ich hab, wollte Tag, jetzt Tag 5 aufnehmen, wo gehe ich hin, weiß ich nicht, Tag 5 aufnehmen. Es ging auch nicht. Und deswegen, super, super, ich freue mich, dass sie jetzt auch noch hier sind. Ich habe, nochmal, mein Gehör hat gerade ausgeschaltet wegen dem Teer, Teeren. Ein Teer? Mehrere Teers? Die versuchen zu mir zu kommen. Okay. Ich habe eine Tür geöffnet. Da ein Tor. Mit dem einen Schlüssel, den wir hatten. Und hier haben wir auch schon eine neue Sorte von Slimes. Und zwar Knallslime, die ich dann mit dem... Ob ich die mit dem Phosphor-Slime zusammen machen möchte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich... Außer wenn wir neue Slime finden. Und jetzt müssen wir mal Let's Go machen. Weil ich vor diesen Tear-Slimes Angst habe und die richtig nach oben springen können. Und hier ist noch ein Gordo. Aber das ist ein Gemüse-Gordo. Und Gemüse habe ich gerade nicht bei mir, sondern nur ein paar Früchte. Deshalb gehen wir hier lang. Und hier sehe ich bis jetzt keine... Gemüse, 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 Gemüse. Oka, Oka, Oka. Okay, das sind Oka, Okas. Die sind auch ziemlich selten. Hier sollten auch noch Wasserslime sein. Aber wir haben leider noch, also ich habe, wir, unsere Farm, hat leider noch gar keine Wasserorte. Und dafür möchte ich auch die noch nicht haben. Ich möchte die noch nicht haben. Weil... Dich möchte ich haben. So, 5 Stück sollten reichen, finde ich. Ha. Wie kommen wir da hoch? Opa! Nein! Opa! Opa! Oh, Opa. So. Ich möchte noch nicht diese Wasserslime haben. Wir gehen hier hin. Oh, das wollte ich nicht! Oh mein Gott. Küken, es tut mir leid. Okay, hier ist was zum Lesen. Ich bin einmal hierher gekommen, um einige Kristalle für eines meiner Projekte zu sammeln. Ich stecke hier für fast 2 Tage fest, all diese seltsame Kristall-Slimes auf mich zugerollt kamen. Als diese seltsame Kristall-Slimes auf mich zugerollt kamen und begonnen haben, diese gefährlichen Splitter abzufeuern. Ich dachte, dass ich den Löffel abgebe. Die Kristalle waren für ein Windspiel. Ich wette, Tora hat es immer noch auf ihrer Veranda hängen. Das war's wert. Okay. Hier, 1, 2. Och, die sind so wertvoll. 5, 5, 3. Werden sogar, glaubt, zu viele sein. Und wieder Teer. Ein Teer nach dem anderen. Wir kommen da irgendwann anders mal hin, wenn wir, ich sag mal, mehr Platz haben und auch mehr Leben. Hier bin ich immer hergekommen, wenn ich mal so richtig einweichen wollte. Es ist eine tolle Möglichkeit, den Kopf freizukriegen. Manchmal habe ich einen Fitzlamm beim Rotwerden erwischt und ich konnte nie sagen, ob das war, weil ich meine Badehose... Weil ich meine Badehose anhatte oder nicht. Hä? Ach so, okay, ich habe jetzt verstanden. Oh, hier ist so ein Ding. Das wusste ich nicht. Heißt das, die können wirklich rot werden? Kannst du rot werden, mein Freund? You spill my head. Oi, oi, ich spinne ihn richtig. Okay, es reicht. Opa. Wartet. Ich glaube, können wir... Nee, da können wir noch nicht hin.
Dafür brauchen wir ein Jetpack-Dings da. Aber irgendwann kommen wir dahin. Das weiß ich. Da bin ich mir auch sehr sicher. Aber was ich hier auf der Stelle heute machen werden möchte, ist euch erstmal noch weiter erzählen, was ich im Part in Anführungsstrichen 4 gemacht habe. Also der Part, der kaputt gegangen ist. Weil das ist doch eine ziemlich... Ja, ziemlich viel. Und dann würde ich noch sagen, werden wir ein oder zwei weitere Gordos überfüttern. Und das wäre für heute mein Plan. Wie geht man wieder hoch? Ach da, okay. Ich bin sehr froh, dass diese Teer-Slime einfach nach einer Zeit verschwinden. Ui! So. Das hier muss ich euch noch vorlesen, weil das ist, ne? Weil Aufnahme kaputt gegangen. Ich war immer am glücklichsten, wenn ich für mich alleine war. Orte wie dieser alte Steinbruch lagen mir wirklich schön ruhig und fast vollkommen leer. Also ging ich davon aus, dass das Leben auf der fernen Weite mir genauso liegen würde. Und als ob ich es nicht gewusst hätte, ich komme den ganzen Weg bis hierher und die Person, die ich sehe, naja, sie hat verändert, wie ich die Dinge sehe, schätze ich. Ruhig war nicht mehr genug. Ich mochte ihr lachen. So. Jetzt die Frage. Geht's H... Ich habe wieder seinen Namen vergessen. Geht's H um Thora West wegen der Nachricht davor? Oder geht's um eine andere Person? Weil das weiß ich nicht und ich würde es gerne wissen. So, jetzt werdet ihr sehen, wo dieser Tor ist. Das muss ich nicht vorlesen. Es geht nur darum, dass da wilde Tiere sind und dass es mal kaputt gegangen ist. Hier. Hier sind wir. Dort ist dieser Tor. Dieses Tor. Das Tor. Okay, es reicht. Nee, wir gehen jetzt zu unserer Farm. So. Wir gehen dorthin und machen unsere neue Slimestar und wir werden dann auch alle glücklich sein, hoffentlich. Die Oka-Oka-Frucht muss ich auch... Frucht. Und neue Aufgaben? Nee. Hier habe ich das für die Phosphor-Slime verbessert. Das Ding ist, ich habe nie genug Futter für die. Und ein Futterautomat habe ich auch noch. Das hier müssen wir verbessern. Also. Höhere Wände, Fangnetz und wir machen eine beruhigende Musikbox, damit hier nichts passiert. Gemüse und Fleisch. Hier. Oh, ihr habt Hunger. Ey, wartet. Hier habe ich noch eine Farm für Herzrüben gemacht. Und hier haben wir Möhren, Karotten meine ich. Und die nehmen wir gleich mit. So. Bitteschön. Eigentlich war das voll die bescheuerte Entscheidung von mir, diese zwei gefährlichen miteinander zu verbinden. Weil nicht nur, dass sie explodieren, deren Steine sind unfassbar gefährlich. Ja, okay. Gut, hier haben wir noch ein paar Plots. Die nehme ich auch gerne mit. Und hier haben wir 4 von denen. So. Und 500. Ja, geht doch. So, dann würde ich sagen, Plortsammler zuerst und nicht Futterautomat bei euch, weil ich habe Angst vor euch. Ja, macht auch Sinn. Ihr kriegt kein Futter, weil ich Angst vor euch habe. So. Ich glaube, die mögen Karotten. Aua. Und mir weh zu tun, mögen sie es auch.
Die sind sehr glücklich, also haben die keinen Hunger. Super. Aber gut, dass die ein Steinchen Kristallplotz so viel wert sind, denn jetzt kann ich auch denen auch einen Futterautomat geben. Yay. Aber ich gehe lieber weg von denen. So, es ist fast Nacht. Oh, ist das belastend. Wartet. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Dann machen wir es doch nicht so, wie ich es machen wollte. Habe ich kaum. Doch, ich habe einen Steinhuhn. Gut. Ich gehe einfach, beende den Part heute ein bisschen früher. Starmails, Mutti Miles, schaut an. Kein Betreff. So, noch etwas, bevor ich aufhöre. Der große Sturm. Hier schreibt anscheinend unsere Beatrix, ja, Beatrix heißt sie, zu Casey. Und glaub, also, das denke ich zumindest. Und redet darüber, wie sehr ihr Herz an diesem Tag am Klopfen war, als sie bei ihr war und wie sie sich kennengelernt haben. Und dies, das, Ananas. Und hier geht es darum, dass anscheinend unsere Beatrix früher einen Blumenladen hatte oder ja, einen Laden hatte, wo sie halt Blumen verkauft hat anscheinend. Und da war noch ein Kaktus. Und um den möchte sich jetzt anscheinend Casey kümmern, für Bea halt. Und jetzt ist meine Frage hier, hatte Bea irgendwas am Laufen mit Casey? Das fände ich, aua, echt interessant, weil sowas sehe ich selten. Und H auch, der hat auch da irgendwas und wollte ein Lachen von einer Person, also ihr Lachen hören. Deswegen, I'm into it. I like it. I like it. Aber an dieser Stelle hoffe ich, dass dieser Part nicht kaputt geht. Und ich hoffe, der hat euch gefallen, auch wenn der sehr chaotisch war, weil ich bin ziemlich gerade sehr wütend, weil die zwei Parts kaputt gegangen sind und nichts läuft, wie ich es möchte. Und dies, das Ananas. Deswegen, ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr es euch anschaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Part 5. Von Slime Ranger mit mir Nessie. Bis dahin und tschüss.